Hallo und herzlich willkommen bei der www.kino-akademie.de. Hi Rainer. Guten Tag, Dennis. Rainer, wir müssen reden. Ja, lass uns reden. Wir müssen reden und zwar ein ernstes, beziehungsweise nicht ein ernstes Thema, sondern auch nicht ein despektierliches Thema, sondern ein Thema, dessen Thema wir uns annehmen. Und zwar geht es heute um die guten alten Audio-Styles. Ja. Damals der Renner, die Verkaufsargumentation schlechthin. So ist es. Tyros 5. Tyros 5, auch gar nicht schlecht, also sehr guter ja. Sound. Richtig. Aber was ist dein Anliegen? Es gibt sie noch. Und wenn wir ein Genos 2 haben oder ein Genos 1, kann man diese Audio-Styles, wenn man denn möchte, auch installieren und weiter nutzen. Man kann diese Styles, die Audio-Styles, auf der Yamaha-Seite runterladen, auf der Genos 1 Download-Seite. Und da findet man tatsächlich diese Styles. Was ist denn das überhaupt? Und jetzt die Frage, hast du es gemacht oder willst du es machen? Oder sagst du, was hier drin ist, ist schon... Das sparen wir uns mal zum Schluss auf. Also bleib dran. Genau. Also, wir haben also diese Styles mal runtergeladen. Einen Ordner davon, wie gesagt, auf der Download-Ebene Genos 1 wohlgemerkt. Genos, da steht ja dann jetzt immer V2.0, Version 2.0. Irritiert immer so ein bisschen. Und dort finden wir diese Styles. Wir kennen die Presets. Ja. Da sind wir sonst immer unterwegs, meistens. Und es gibt ja noch ergänzend dazu unsere User-Ecke. Wenn man auf dem Stack Styles gespeichert hat. Oder eben jetzt in diesem Fall unsere Audio-Styles installiert hat, landen die im Expansion-Bereich. Ja. Und das ist jetzt eben wichtig, das ist schon etwas komplizierter. Also man braucht den YEM, also den Yamaha Expansion Manager, um diese Audio-Styles zu installieren. Okay. Ohne geht nicht. Ne? Wenn man da noch nicht so firm ist, dann bin ich schon erstmal zu Ende gucken, ob das überhaupt lohnt. Ja. Genau. Also, das sind jetzt diese Styles in dem Ordner. Ich gehe mal eine Ebene höher. Der heißt jetzt hier A.Style Country and Jazz Genos. Also A.Style Audio Style. Den öffne ich und das ist der Inhalt. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein New Bluegrass. Aber plus ja, Audio steht dabei. Mir ist gerade schon aufgefallen, es hat schon ein bisschen gedauert, ne? Richtig, genau. Das ist so ein Nachteil, ne? Man sieht das schon hier an der... Das ist so ein Schluck. Ja, genau. Ich drücke mal hier so ein paar Styles hier raus. Man sieht immer, er muss ein bisschen laden. Mhm. Das liegt eben an diesen Audio-Elementen, die in diesem Style Verwendung finden. Ja. Und zwar bezieht sich Audio-Style ja wirklich nur auf die Drumspur. Ja. Und das ist das. Also, Bluegrass klingt ja so... Was wir hören im Drum-Bereich sind also echt eingespielte Schlagzeug-Loops, die in Wirklichkeit tatsächlich mit einem echten Schlagzeuger, der in Echtzeit diese Drums einspielt. Aber klingt, wie eine Audioaufnahme. Klingt, klingt gut. Genau. So, und deswegen können wir nämlich auch, wenn wir mal schauen, unter Taste A finden wir ja unser Mixer und schauen jetzt mal rein in den Reiter Style, unter dem Reiter Style. Und dann haben wir nämlich hier auf der zweiten Seite, Style 2, unseren Audio-Knopf. Mhm. Ne? Und da können wir jetzt tatsächlich sagen, ich höre mir das mal an, was macht denn da der Style überhaupt jetzt, dieser Audio-Loop? Ich drücke jetzt mal länger drauf und kann auf diese Art und Weise jetzt diese Drum-Spur, die Audiospur, solo schalten. Das heißt, wir haben jetzt hier kein Rhythm 2, Rhythm 1, können wir mal stumm schalten, da passiert gar nichts, da ist kein Schlagzeug... Element drin. Alles passiert hier unter Audio und das ist jetzt das Geheimnis. Also hier kann ich jetzt eben die Lautstärke einstellen und was ich sonst so machen möchte. Und schwierig wird das Ganze, wenn wir jetzt so ein bisschen das Tempo mal rausnehmen. Ich zeige das mal, was dann passiert. Also Tempo, jetzt drehe ich mal langsam runter. Und da hören wir schon deutlich, wie die Qualität immer schlechter wird, je langsamer ich drehe. Das liegt einfach daran, dass es eben eine Audiodatei ist, die man ja eben nicht so einfach mal eben schnell langsamer stellen kann, ohne dass Artefakte entstehen. Genau, das ist gut, dass du es sagst, weil wir hatten auch schon E-Mails, wo gefragt wurde, ob der Style kaputt ist oder ob das Keyboard kaputt ist. Nein, das liegt einfach daran, weil das Audio irgendwann auch an seine Grenzen stößt, was jetzt das Tempo angeht. Genau, was das Tempo angeht. Auf der anderen Seite, wenn man schneller dreht,
Da gibt es auch einen Maximalwert, steht hier auch 193 maximal. Schneller kann man besser drehen als langsamer. Ich glaube, dann hört es auf, ne? Dann hört es einfach auf, genau. Hört er auf, wir machen es mal einmal kurz. Dreh mal hier bis maximal 193, ist natürlich extrem. Klingt schon komisch. Und dann hört es einfach auf, ne? Gut, ich meine, das ist ein Tempo, das wahrscheinlich gar nicht so relevant ist. Aber der langsame Bereich ist natürlich schade, dass es so ist. Aber ist halt so. Okay. Was ein zweiter Nachteil ist, man kann, wenn man jetzt ein Audio-Recording oder eine MIDI-Aufnahme machen möchte, ganz einfach über Quick-Recording, wie wir das schon oft gemacht haben, dann wird diese Drumspur nicht aufgezeichnet. Wir zeichnen es mal kurz. Mhm. Gehen wir rein. Wir haben die Klangfarbe hier. Das ist jetzt ein One-Touch-Setting, glaube ich. Muss der wieder auf grün, damit du alles aufnimmst? Ja, richtig. Danke. Ja. Und dann, die brauchen wir eh nicht. So, das reicht uns jetzt. Wir machen ein kleines Intro und dann drücken wir Recording und wollen direkt ein Quick-Recording veranstalten. Und jetzt über Synchro-Start fangen wir jetzt einfach an. Der wartet schon auf seine Aufnahme und mit dem synchronen Starten wird schon aufgezeichnet. Das war mal ein kurzes Reinhalten. Ja, wir wollen ja nur zeigen, wie es funktioniert. Okay. So, stopp. Wir hören, was passiert ist. Wir haben gerade das Schlagzeug gehört und jetzt hören wir mal rein. Sehr schade, Schlagzeug fehlt. Und das lässt sich nicht ändern. Also wenn wir Audio-Styles nutzen möchten für MIDI-Recording, ist das nicht möglich. Es gibt auch noch einen Teil. Und zwar haben wir mal einen Kurs gemacht, den gibt es immer noch, und zwar Stylist. So, und du kannst zum Beispiel Elemente nicht rauslöschen oder sowas, ne? Dazu machen, das geht damit nicht. Genau, weil es eben eine Audiodatei ist, können wir also keine Instrumente löschen zum Beispiel. Das Schlagzeug löschen oder sowas. Ja, genau. Ne? Aber das ist ja auch, wenn man das alles nicht braucht, ja, dann kann man ja damit auch gut leben. Genau. Aber es sind halt ein paar Dinge, worauf man achten sollte, und das wollten wir eigentlich euch heute auch mal sagen. Und jetzt wollen wir natürlich zum Schluss nochmal was Gutes vergleichen. Ach so. So, wir müssen mal gucken, lohnt sich denn der ganze Aufwand überhaupt? Ne? Ja. Ist denn jetzt diese Audiospur tatsächlich so viel besser oder der Gesamtstyle jetzt so viel besser? Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, wir haben also dieser Style, der Style nennt sich New Bluegrass. Mhm. Und wenn wir jetzt mal wechseln auf unseren Preset-Bereich, da finden wir diesen Style auch ähnlich. Natürlich unter Country, unter Bluegrass. Der heißt einfach nur Bluegrass. Mhm. Hoffentlich finde ich ihn jetzt auch. Ja, der ist. Du guckst mit? Ja, ist auf Seite 5, glaube ich. Ja, Pop Bluegrass, Bluegrass, ja. Weißt du das mit dem Wärms? Hast du das jetzt wirklich gewusst? Also ich spiele ja jeden Tag damit. Mittlerweile weiß ich, weil ich mache gerade eine neue Registration. ja, und da weiß man einfach mittlerweile, wo die Styles sind. Okay, ich nicht. Ja, aber deswegen suche ich auch liegen ja auch 10 Jahre. So, genau. Daran liegt's. So, jetzt hören wir mal, wie der klingt. Also klingt vom Sound natürlich jetzt fett auch. Ne? Ja, das kann man auch nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, das ist anders gemischt. Das sind neue Instrumente drumherum natürlich. Und wir wissen jetzt ja auch, Genos 1 hat ja schon seine Revo Drums, die ja auch entsprechend lebendig gesampelt wurden. Und das ist einfach so toll gemacht, dass man darauf gerne verzichten kann. Nicht? Und wenn man jetzt den Style als Ganzes nochmal vergleicht, jetzt schalten wir mal zurück auf unseren User-Style. Das war der hier, fliegender Wechsel. Ja. Ja, klingt ein bisschen dünn, ein bisschen arm dagegen. Ne? Ja. Kann sein, dass die Mischung jetzt natürlich nicht so gut ist. Aber dennoch. Aber liebe Tyros 5-Freunde, ja, auch wir haben noch ein Tyros 5 zu Hause bei uns in der Bude und spielen da gerne mit. Es ist immer noch ein tolles Keyboard. Ja. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ne? Nein, natürlich. Wir wollten das einfach nur nochmal. Alles klasse. Aber ich finde das schon sehr interessant, warum auch Yamaha das nicht weiter verfolgt hat. Ne? Genau. Ja, das ist einfach sehr aufwendig. Ich meine, diese Ladezeiten und die Dateien sind sehr groß. Ja, wir haben es gerade gesehen, man kann nicht aufnehmen. Diese Einschränkungen im Tempobereich, naja, spricht nicht viel dafür. Ja. Und deswegen, aber man kann sie weiter nutzen. Mhm. Und deswegen eben auch hier zum Beispiel über die Taste B kann man ja auch eben ganz außen nochmal tatsächlich sagen, hier habe ich auch meinen Ein- und Ausschalter für die Drumspur. Wir sehen hier wieder, bei Rhythm 1, 2 tut sich nichts. Und das ist hier unsere Schlagzeugspur. Ja. Ja. Genau. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Man kann es weitermachen. Ja.
Herzliche Grüße gehen heute mal an Peter Schips raus. Und zwar ist es der absolute Jam-Experte und der hat auch immer schöne Samples, ja. Also wirklich ganz tolle Sounds. Netter Kerl obendrein und kennt sich sehr gut mit Logic aus. Mhm. An dieser Stelle wollte ich mal grüßen. Und ja, Grüße sowieso an alle und an alle Musiker, vor allen Dingen heute an Tyros 5, Keyboarder und natürlich alle Tyros Genos 1 und 2. Und jetzt mal die Frage an euch, wie ist das bei euch? Nutzt ihr diese Styles? Habt ihr die schon runtergeladen? Ist die Ladezeit bei euch ähnlich? Habt ihr da überhaupt keinen Stress mit? Oder wie handhabt ihr das? Schreibt es mal bitte unter diesem Video. Würde uns mal freuen und auch interessieren, wie ihr darüber nachdenkt. Oder ob man sagt, die Welt braucht viel, viel mehr Audio-Styles. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dann, sagt Rainer und Dennis von der www.keyboard-akademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.